Wenn Dennis Richtarski mit seinem Hemd am heutigen Abend für Ablenkung abseits des Themas sorgen wollte, dann hat er es geschafft. Denn im Comments-Bereich haben sich schon über 60 Beiträge gesammelt, die ausschließlich sein Kleidungsstück diskutieren. Wir wollen aber zurück zum Thema. Test Drive Unlimited heißt das Spiel. Herr Richtarski hat bisher nicht viel vorzuweisen, außer einem dritten Platz. Ich hoffe, das ändert sich. Ja, ich versuche immer noch auf die Server zu kommen, es funktioniert irgendwie nicht. Ich hasse übrigens auch Spiele, bei denen man eine GameSpy-ID braucht. Ja. Das ist bei Ubisoft-Titeln auch häufig der Fall. Das ist hier aber jetzt gerade ein Spiel aus dem Hause Atari. Und das hasse ich einfach. Und das funktioniert auch so selten. Gemeckert, ne? Ja, genau. Gestern das gleiche Problem. Da kamen auch Dutzende Comments, wie man sich da registriert. Aber Leute, man braucht doch nicht erst noch Erklärungen von Millionen Fernsehzuschauern da draußen, wie man sich bei GameSpy registriert. Das müsste eigentlich ganz einfach gehen. Oh, shit! Was ich. Das ist das. Bist du bereit? Los! Miau! Was machst du denn? Was? Wie? Was mach ich? Du steuerst ihn. Pass auf! Nein, lass ihn doch nicht runterfallen! Nicht schlecht. Ja. Wo bin ich denn gerade? Lassen wir den Felix noch mal ein bisschen spielen. Der will mir nur die Frisur kaputt machen. Er will dich frisieren. Frisier ihn, los! Ich halte ihn fest! Er braucht das. Oh! Ah, nicht mehr drücken. Ja, die gehen schnell kaputt. Ich glaube, da kann man jetzt ein Lied von singen. Ja, die meiner ist auch kaputt. Frei? Mein Gehirn! Hast du gesagt, mein Gehirn? Ja, mein Gehirn. Ja. So, jetzt auf zu euch. Frei. So, jetzt Schluss, komm. Ja. Ja, das ist schon bedrohend. Ja, ne? Es ist super cool. Vor allem, wie der Felix dabei aussieht. Hat er den Kameramann erwischt? Nicht schlecht. Ja, Test Drive Unlimited.